Oida, was geht ab, Leute? TBT hier. Endlich mit der neuen Bandliste. Wurde gestern bekannt gegeben und heute das Review dazu. Ein kurzes Review nur und dann gehen wir hoffentlich später noch in den Shop. FT, Phantom in München und dann geben wir ein paar Videos dazu, TBT React und gehen genauer auf die Liste ein, auf das Metadan und auf die Decks und sowas. Die Liste wird am 11. April, also am Montag, in Kraft treten, also geht eigentlich direkt für uns los mit dem neuen Format. Und dann perfekt zum Testen für die Nationals. Ein paar interessante Sachen waren auf jeden Fall drauf. Da haben wir zuerst bei den Verbotenen Performage Damage Juggler. War davor auch auf der Adjusted Bandliste, also keine Verwunderung. Genau dasselbe wie bei Flashfire. Zwei Karten haben ja unsere Cosmo Boys richtig gelangweilt, weil durch die OTKs immer gestoppt werden konnten. Dann haben wir auch noch, was auch auf der Adjusted Bandliste war, Talonite Ptolemaeus. Und dann, sehr überraschend, Chicken Game, verboten. Mich als Exodia-Spieler macht das natürlich ziemlich traurig. Wahrscheinlich halt wegen den ganzen FTK-Decks. Und anstatt Life Equalizer zu bannen, was halt nur das Magical Explosion FTK stoppen würde, haben die sich halt für Chicken Game entschieden und dann dadurch auch andere Decks, wie zum Beispiel Exodia oder auch was anderes. Aber auch andere Decks haben das Chicken Game jetzt eigentlich benutzt als Drawkarte zum Beispiel. Also so wie eine Art Upstart, einfach drei Chicken Games und dann vielleicht noch Terraforming und dann noch ihr eigenes Spielfeld-Zauberkarte. Also kann ich schon nachvollziehen, ist schon interessant. Also Chicken Game auf jeden Fall ein bisschen ausgeartet. Und dann, das wird Tati sehr freuen, Wavering Eyes. Also der hatte richtig große Leiden wegen Wavering Eyes. Werdet ihr sicher in dem TPT-React dann sehen, wie er sich freuen wird. Dann limitiert. Wieder drei, also die drei, die wir schon von der Adjusted Bandliste kennen. Luster Pendulum, Monkey Board und Joker. Dann haben wir Wisdom Eye Magician. So, wir haben es auf diesen, ich glaube, Fake-Bandlisten. Diese TPT-React zu dieser Fake-Bandliste oder OCG-Bandliste, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche. Sind wir schon mal drauf eingegangen, also wir wissen nicht so genau, warum die Karte drauf ist, aber Konami wird schon Bescheid wissen. Dann als nächstes haben wir Norden. Manche meinen, das macht nicht so einen großen Unterschied, dass man einfach nur einen benutzt hat und dann weiterhin drei Instant Fusion spielen wird. Ein Noden und dann die nächste Karte, tausendäugiges Opfer, anstatt den zweiten Noden. Das einzige Deck, das, glaube ich, mehr als ein Noden gespielt hat, oder auf jeden Fall mehr als einen braucht, ist halt Mermel gewesen. Aber ja, wie gesagt, tausendäugiges Opfer zurück, war verboten, jetzt wieder auf 1. Starker Effekt kann man mit Instant Fusion beschwören. Früher halt mit Metamorphosis. Targeted auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Also da steht, glaube ich, einfach nur Equip ein Monster vom Gegner. Gutes Out gegen Dark Destroyer. Dann als nächste Karte wird auch unsere Cosmo Boys wieder freuen. Ignister. Auf jeden Fall sehr klasse Karte. Also man hat ja zuerst 2 gespielt. Und dann haben immer mehr Leute angefangen 3 zu spielen. Und dann war 3 Standard, weil einfach zu gut die Karte. Vor allem gegen Cosmo. Aber ich weiß nicht, ob 1 so unbedingt notwendig war. Vor allem, weil die nächste Karte, Draco Faceoff, auch auf 1 gegangen ist. Dann haben wir als nächstes Reasoning. War auch auf den ganzen Fake-Bandlisten, die wir besprochen haben. Und auch auf der OCG-Bandliste. Ich denke mal, jetzt ein kann man auf jeden Fall im Cosmos spielen. Davor war es halt wahrscheinlich eher so, wenn man 3 Reasoning spielt, dann geht man halt in diese Richtung. Und wenn man halt keine spielt, dann eher in diese Richtung. Und es gab halt nichts dazwischen eher so. Und jetzt kann man halt ein Reasoning reinsplashen für zusätzliche Optionen. Dasselbe gilt für die nächste Karte, Upside Goblin. Also viele haben die gespielt, 37 Karten Deck. Manche haben sie nicht gemacht und dann gar nicht gespielt, aber es gab fast nie jemanden, der nur 1 oder 2 gespielt hat. Und jetzt, wo sie auf 1 geht, glaube ich, ist sie Staple, dass sie jedes Deck einmal spielt, einfach so. Dann semi-limitiert Debiss Dragon. Juckt, glaube ich, keinen. Aber falls doch, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wen es juckt. Dann Allure of Darkness. Sehr interessant. Wird meiner Meinung nach ein bisschen übergehypt, dass die jetzt auf 2 ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die nicht viel auswirken wird auf 2.
Aber wir werden es sehen. Und dann Teleport. War klar, dass der gated wird, oder zumindest hat man es gehofft. Ich weiß nicht, ob 2 stark genug ist, um Cosmo zum Beispiel einzuschränken, aber schwächt auch andere Decks, leider, muss man dazu sagen. Aber mal schauen, was die Cosmo-Boys dazu sagen werden. Dann unlimitiert, Dark Magician of Chaos mit Agatha. Interessant ist halt hier, dass die es direkt auf 3 wieder gemacht haben. Normalerweise machen die ja diese verbotenen Agatha-Karten erstmal auf 1, dann 2, dann auf 3. Bei der halt direkt auf 3, haben die wahrscheinlich gesehen, dass die Agathas alle immer nutzlos sind. Dann Tragödie auch auf 3, war davor glaube ich auf 2. Interessiert eigentlich auch keinen, genauso wie Gods. Deren Zeiten sind vorbei. Advanced Ritual habe ich gehört, soll interessant sein. Da kommen ein paar Ritualsachen. Und dann Crash Card Virus, genau dasselbe mit diesen Agatha-Karten, einfach nutzlos geworden. Also das war's, wie gesagt, nur ein kleiner Überblick, damit ihr Bescheid wisst, falls ihr jetzt zu den Locals geht und da nicht vollkommen überrascht seid. Wir werden jetzt auch zu den Locals gehen, ein paar Videos zu den Bandlisten noch drehen. Mal schauen, was uns so einfällt. Schreibt unten, wie immer, in die Kommentare, was ihr von der Bandliste haltet. Und vielleicht, was für Ideen ihr habt, welche Videos wir zu der Bandliste drehen könnten. Ansonsten, leidet nicht wegen der Bandliste und Yu-Gi-Oh! Serious Business. Leute, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, seid mäßig.